Ja, er hat Schärfer. Ob, wann und wie? Können Sie uns schon irgendwas dazu sagen? Na, der Zeitplan für heute ist zumindest klar, Katrin Augustin. Das geht hier um 10 Uhr los mit dem Präsidium. Da werden dann sicher über kurz oder lang dann auch die Mitglieder der erweiterten Parteiführung noch dazukommen, beispielsweise Ministerpräsidenten. Es ist ja heute Bundesrat hier in Berlin, also ist man ohnehin hier in der Stadt. Und dann soll es gegen 11.30 Uhr mit dem Parteivorstand weitergehen. Und für 14 Uhr ist eine Pressekonferenz mit Martin Schulz angekündigt. Und dann werden wir sehen, wie die Beratungen ausgegangen sind heute im Laufe dieses Vormittags. Ich bin allerdings sicher, dass man sich gestern auch schon intensiv unterhalten hat, zumindest am Telefon, wenn nicht auch noch zusätzlich auf anderen Wegen. Also so ganz so schwierig dürfte die Entscheidungsfindung heute, in welche Richtung auch immer sie geht, dann doch nicht so sein. Naja, aber wenn man sich mal anschaut, wie unterschiedlich da die Positionen sind innerhalb der SPD, dann könnte es ja doch schwierig werden. Können Sie uns da noch mal sagen, wer da wofür steht im Moment? Der entscheidende Punkt ist, dass ja beim Parteitag sehr intensiv und sehr ausführlich diskutiert worden ist über die möglichen Schritte, die jetzt kommen können. So, ich denke, das ist die Entscheidung, dass die der Parteivorstand heute mutmaßlich meiner Meinung nach treffen wird, nämlich in diese Sondierung zu gehen. Das heißt noch lange nicht, dass man dann tatsächlich auch über kurz oder lang Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Aber man hat ja in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass man zu ergebnisoffenen Gesprächen durchaus bereit ist. Nun hört man aus Reihen der Union ja immer wieder, dass man da auf eine stabile Regierung setzt. Das haben wir auch eben in dem Beitrag gesehen. Wir haben aber auch gestern beispielsweise Olaf Scholz, den stellvertretenden Parteivorsitzenden, gehört, der auch gesagt hat, dass für Deutschland eine stabile Regierung nötig ist. Und wir kennen auch viele Stimmen aus der SPD, die sagen, je mehr für die SPD erreichbar ist in dann möglicherweise stattfindenden Koalitionsverhandlungen, umso enger könne man dieses Bündnis dann auch schmieden oder schließen. Und das wäre ja dann durchaus auch die Option einer großen Koalition, wenn die SPD sehr viel durchsetzen kann. Der Widerstand, das steht außer Frage. Der Widerstand ist in großen Teilen der SPD nach wie vor groß. Man hat gesagt, wir haben verloren, wir haben deutlich verloren. Man schiebt das auf die große Koalition, dass man sich da nicht hinreichend habe bemerkbar machen können. Man sagt, wir brauchen die Opposition, um uns zu regenerieren, um uns neu aufzustellen, um uns neu zu finden. Man sagt auch, die Opposition sei nötig, damit die AfD nicht größte Oppositionspartei ist. Auf der anderen Seite stehen halt die, die sagen, okay, wenn wir nicht mitmachen, dann gibt es eben gar keine sozialdemokratischen Inhalte in den nächsten 4 Jahren. Und es gibt auch die Stimmen, die sagen, es hat nicht alleine an der Großen Koalition gelegen, dass wir so schlecht abgeschnitten haben bei der letzten Bundestagswahl. Also die Lager sind vergleichsweise stark in der jeweiligen Richtung. Aber wir haben heute gesehen in der neuesten Umfrage von Infratest DIMAP für das ARD-Morgenmagazin, dass 68% der SPD-Anhänger, also nicht der Mitglieder, aber der Anhänger sagen, dass sie eine weitere große Koalition mit der SPD gut oder sogar sehr gut finden. Und ich glaube, das ist der Weg, auf dem wir uns langsam, aber sicher doch bewegen. Und in dieser Umfrage hieß es aber auch, dass eine Mehrheit der Befragten sagt, die Ausgangsposition hat definitiv, die bessere Ausgangsposition hat die Union. Wie sehen Sie das, wenn es da jetzt Gespräche gibt? Wer hat da einen besseren Start in die Gespräche? Ja, das ist so eine klassische Verhandlungsposition, wo man seine Argumente dann stark und deutlich machen muss. Natürlich hat die Union deutlich besser abgeschnitten bei der letzten Bundestagswahl. Auf der anderen Seite, ohne die SPD wird auch die Union keine Regierung bilden können und die Bundeskanzlerin, die jetzige geschäftsführende Bundeskanzlerin, nicht Bundeskanzlerin bleiben können. Wenn man denn nämlich, es sei denn, sie geht das Risiko einer Minderheitsregierung ein, das will sie nicht, wie wir wissen, dann wäre die Konsequenz Neuwahlen. Wie die ausgehen, ist ungewiss. Also insofern sind die Ausgangsvoraussetzungen für die SPD trotz des deutlich schlechteren Wahlergebnisses im Vergleich zur Union aber doch gar nicht so schlecht. Erhard Schärfer, ganz herzlichen Dank für diese Informationen und Einschätzungen nach Berlin.